Was sagt die Sonne?
ist die Zukunft und sie beginnt hier und jetzt mit euch! Jan Hinrichs, der Surfshop ist geschlossen. Ich empfehle den Laden von Hansi in Westerland, auch wenn er viel zu teuer ist. Hallo Jan, ich hoffe, du denkst daran, die Fenskes vom Hafen abzuholen. Stammgäste sind heute eine Seltenheit. Also, ich verlasse mich auf dich. Siehste, Gertrud? Das ist Karlsteg. Ah, Prost. Ja, das ist das Letzte. Einmal verlässt man sich auf dich. Prost und Gertrud haben eine Stunde auf meinen lieben Bruder gewartet. Vielen Dank für deine Unterstützung. Franka? Entschuldige, ich habe das total vergessen. Ich fahre sofort los. Das kannst du dir sparen, die sitzen im Taxi. Franka, entschuldige. Im Moment ist einfach... Im Moment? Dieser Moment dauert jetzt 2 Jahre und ich habe, weiß Gott, Rücksicht drauf genommen. Aber es ist nicht so, dass wir keine Unterstützung gebrauchen könnten. Und wenn Lisa bei dir aufkreuzt, dann schickst du sie mir nach Hause. Mach ich. Ach, und Franka, kann ich nachher bei euch zum Duschen vorbeikommen? Torben hat mir das Wasser schon abgedreht. Mach, was du willst, aber um 8 fangen wir an. Fangen wir was an? Du hast doch Helges Geburtstag vergessen. Franka, ich hab dir nicht vergessen. Ist doch egal. Ich muss jetzt weitermachen. Deine Pokale? Spinnst du? Mann, sowas darf man doch nicht wegwerfen. Ist doch der perfekte Fressnapf für Stinker. Oh je, Torben. Arschlochalarm. Lisa, halt mit deinem verlausten Köter von der Pelle. Stinker hat keine Läuse. Sag mal, Jan, was soll das? Wieso ist der Laden noch nicht leer? Ich hatte zu tun. Ach ja, was denn? Strandruder bürsten und dich ins Koma saufen? Torben, pass mal auf, wie du von meiner Nichte redest, ja? Genau, du versaust meine Erziehung. Das ist jetzt wirklich nicht komisch, Jan. Bis morgen ist der Laden leer. Sonst lasse ich deinen Krempel von meinen Leuten auf den Müll schmeißen. Sag mal, was denkst du eigentlich, wer du bist, der Pate? Pack deinen fetten Arsch in ein tolles Auto und geh anderen Leuten auf den Sack. Nur kein Neid. Mit ein bisschen Cleverness hättest du heute auch so einen. Einen fetten Arsch? Klopf ruhig Sprüche. Ich weiß, wer ich bin. Ein Mann, der straight seinen Weg geht. Kein abgehalftertes Surfass, das die eigene Freundin absaufen lässt. Das hat ein Nachspiel. Ich zeig dich an. Du hast auf dieser Insel ausgeschissen, das schwöre ich dir.
auf ein Heldenfrühstück? Klar. Kramlik, auf dem Deck werden T4-Ladungen vorbereitet. Wir hatten für die Vermessung nur noch Bohrungen vereinbart. Bohren dauert zu lange. Wir sprengen. Kramlik, wir haben keine Ahnung, wie das Hydrat auf Sprengungen reagiert. Das Restrisiko eines Blowouts ist vertretbar. Ich rede nicht von einem Blowout. Ich rede von einer unkontrollierbaren Kettenreaktion. Wenn es bei einer der Sprengungen zu einer thermokausalen Induktion kommt... Ihre thermokausale Induktion ist blanke Theorie. Ich kann Ihr Vorgehen nicht weiter unterstützen, Kramlik. Na und? Der Aufsichtsrat tut es. Sie haben meine Risikoanalyse nicht an die Aufsichtsbehörde weitergeleitet? Dr. Blanz hielt das für unangebracht. Was ist, Wieland? Haben Sie nicht irgendeine Tierart vom Aussterben zu retten? Okay. Sie lassen mir keine andere Wahl. Seien Sie versichert, Herr Dr. Wirtenbach, dass wir die Arbeit der Umweltbehörde nach Kräften unterstützen. Auch wenn das Ihre engagierte junge Kollegin etwas anders beurteilt. Dr. Blanz, natürlich wissen wir Ihre Kooperationsbereitschaft sehr zu schätzen. Was Frau Schweiger wohl meinte, ist nur die stetige Verbesserung unserer Kommunikation. Herr Dr. Blanz, seit 4 Monaten ignoriert AlphaGas jede unserer Anfragen zu Rantum 4. Ihren Anfragen fehlte leider die Eingrenzung des Befragungsthemas. Nach § 156... Die Risikoanalyse Ihrer Forschungsaktivitäten auf Rantum 4 ist mehr als lückenhaft. Sie lässt völlig außer Acht, welche Folgen Ihre Vermessungssprengungen auf die Sedimentstruktur haben. Ich habe versucht, fehlende Angaben von Ihrem Umweltbeauftragten Dr. Wieland zu erfragen. Christian Wieland, Rantum 4. Aber ein Termin mit ihm wurde mir bisher nicht genehmigt. Seit 4 Monaten. Nun, es ginge sicher rascher, wenn Sie das nächste Mal die Formvorschriften beachten würden. Wer es eilig hat, muss langsam gehen. Konfuzius. Man könnte bei dieser Verweigerungshaltung fast vermuten, dass AlphaGas auf Rantum 4 etwas zu verbergen hat. Meine Liebe, ich kann Ihnen versichern, wir kümmern uns auf Rantum 4 ausschließlich um die Optimierung der Ölförderungstechnik ohne einen einzigen Störfall. Seit 20 Jahren. Und das wird so bleiben. Aber bitte, Herr Röder, sorgen Sie dafür, dass Frau Schweiger unverzüglich einen Termin mit diesem Herrn Dr. Wieland erhält. Na, das ist doch ein wunderbares Arbeitsergebnis, nicht wahr? Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Geduld, Herr Dr. Blanz. Aber ich bitte Sie. Svenja, Ihnen scheint überhaupt nicht klar zu sein, dass wir uns hier energiepolitisch auf sensibelstem Terrain bewegen. Doch, aber wir sehen uns schon seit Monaten dabei zu, wie AlphaGas die Naturschutzgesetze mit Füßen tritt. Ich bin mir sicher, dass Sie mit so vielen Messsprengungen keine klassischen Öllagerstätten vermessen. Wir müssen endlich mit diesem Wieland sprechen. Diese Aggressivität. Als müssten Sie sich ständig etwas beweisen. Das stört Ihre gesamte Kommunikation. Stört meine Kommunikation? Ja, dieser naive Idealismus. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich gebe Ihnen noch eine Woche, um stichhaltige Verdachtsmomente vorzulegen. Andernfalls beende ich die Untersuchung von AlphaGas. Eine Woche? Das schaffe ich nie. Und ich warne Sie vor Alleingängen jeder Art. Haben Sie mich verstanden? Wir sehen uns in Brüssel. Was wissen wir über den kleinen Heißsporn? Svenja Schweiger studierte Hydrologie, spezialisiert auf Strömungszyklen. Mutter starb an Leukämie. Familie klagte gegen das Atomkraftwerk Neufeld. Verfahren wurde aber eingestellt. Eine frustrierte Idealistin. Röder, Sie sorgen dafür, dass sie weiterhin diesem Dr. Wieland nicht zu nahe kommt. Herr Dr. Blanz? Ja, was ist denn? Ihr Gespräch mit Herrn Kramlik. Oh. Die Amerikaner verfügen scheinbar über detaillierte Angaben zu unseren Vermessungen. Es gibt eine undichte Stelle im Hydratprojekt. Wieland. Sind Sie sich sicher? Er bremst uns schon die ganze Zeit aus. Dann lösen Sie das Problem. Wo ist Wieland jetzt? Auf dem Weg nach Sylt, hat einen Tag Landurlaub. Ich muss morgen nach Hamburg. Ich will, dass das Problem gelöst ist, wenn ich zurück bin. Hier, mach davon eine Kopie für unsere amerikanischen Freunde. Das sind die letzten Projektdaten.
Jetzt ist Saaltag. So, Leute. Scholle muss schwimmen. Prost. 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 Oh nein. Oh ja. Wat mut, dat mut. Was ist das denn für ein Blues hier? Ich denke, feiert Christian. Ich dachte, du bist auf der Bohrinsel. Ja, auch nicht so leicht zu kommen. Hi. Hallo. Das ist von Jan und mir zusammen. Donnerlitschen. Das ist ja noch einer von Heuer und Söhne. Wo habt ihr das Prachtding denn aufgetrieben? Jan, ich möchte, dass du das mitnimmst. Ein Kompass muss auf Reisen. Auf eine Reise, wo man nicht genau weiß, wo sie enden wird. Eine Reise? Eine Reise ohne Ziel ist wohl eher eine Flucht. Mal lass mal, Franka. Mir hat es damals auch ganz gut getan, aus Spandau wegzukommen. Mhm. Bis nach Köpenick. Ja, das war doch damals eine ganz andere Zeit. Ja, bei schlechtem Wetter erkennt man den guten Seemann. Sie hat ja recht. Ich lasse hier mit allem im Stich. Der Pension, der scheiß Hypothek. Na, das ist Frankas Leben. Sieh zu, dass du dein eigenes wieder in den Griff kriegst. Ich mache mir nämlich langsam Sorgen um dich. Und Franka auch. Sie hat mich sofort angerufen, als sie gehört hat, dass du nach Hawaii fliegst. Und diese beschissene Bucht. Sie versteht das nicht. Mann, das versteht keiner. Nach 2 Jahren. Du musst es endlich mal hinter dir lassen. Und die Kalua-Bucht ist wirklich der schlechteste Ort dafür. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass ich nur da wieder von vorne anfangen kann. Da gibst du immer noch die Schuld an Sarahs Unfall. Und daran ändert auch nicht eine Reise um die halbe Welt was. Das nimmst du überall mit hin. Sarah war eine brillante Surferin. Die hatte mehr drauf als wir beide zusammen. Sie wusste damals genau, auf welches Risiko sie sich einlässt. Ich hätte sie niemals diese 20 Fußwelle reiten lassen dürfen. Wenn ich die Jury dazu gebracht hätte, den Wettkampf abzubrechen, dann wäre sie trotzdem raus. Die war noch verrückter auf die Monsterwelle als du. Ich bin am Morgen zum Meer, hab aufs Wasser geschaut und wusste, heute passiert irgendwas. Ich hatte es in der Hand, ich hätte sie warnen müssen. Quatsch. Sag mal, das Meer war ganz normal. Wusstest du, dass eine Akashi-Welle nur alle 44 Jahre entsteht? Warum an diesem verdammten Tag? Ja, Statistik. Nein. Diese Welle war keine Statistik. Das war Schicksal. Komm noch mit. Du kannst ein bisschen auf mich aufpassen. Hm? Du ahnst ja gar nicht, wie gerne ich das gerade tun würde. Einfach abhauen. Gehen wir morgen angeln? Mit Helge, wie in alten Zeiten?
wetten, der hat wieder verpennt. Guck mal nach. Moin, moin. Christian? Diplomatenpass. Ist es was Politisches, Ihre Environmental Agency? Das ist eine Abteilung der EU-Umweltbehörde. Und was wollten Sie hier bei uns auf Sylt? Von Christian Wieland? Christian Wieland war Umweltschutzbeauftragter der Firma Alpha Gas. Ich hatte einige Fragen zu einem Risikogutachten. Na schön, Frau Schweiger. Das wär's dann vorerst von uns. Wo wohnen Sie? Hotel Maritim Westerland. Mhm. Fremdeinwirkung können wir wohl ausschließen, Bruder. Eindeutig Alkoholgeruch. Finden wir mit Sicherheit auch im Blut. Was ist mit der offenen Hintertür? Hat er vielleicht selbst nicht richtig zugezogen? Warum sollte er die Hintertür benutzen? Habt ihr einen Haustürschlüssel bei ihm gefunden? Ja, den hier. Passt aber nicht an der Hintertür. Das hat auch nichts zu bedeuten. Bode, warum sollte Christian mit seinem Haustürschlüssel zur Hintertür... Ja, du gehst jetzt mal besser. Wenn wir dich brauchen, sagen wir dir Bescheid. Alles okay? Können Sie mich nach Westerland mitnehmen? Was wollten Sie eigentlich von Christian? Das tut mir leid, ich darf über laufende Ermittlungen mit Unbeteiligten nicht sprechen. Unbeteiligt? Unbeteiligt im juristischen Sinne. Wir haben da leider ziemlich strenge Direktiven. Christian Wieland eigentlich mit Ihnen über seine Arbeit bei Alpha Gas gesprochen? Seine Projekte waren vertraulich, das wissen Sie doch sicher. Ja, aber Sie waren anscheinend ziemlich gut befreundet. Und deshalb tratscht man über Berufsgeheimnisse? Auch wenn ihr Stadtneurotiker euch das vielleicht schwer vorstellen könnt. Freundschaft heißt für uns hier nicht, dass man sich alles erzählt. Wir Stadtneurotiker, aha. Kommt so ein beschränkter Blick eigentlich vom Inselleben oder sind Sie auf Sylt ein besonders schwerer Fall? Halten Sie an. Lassen Sie mich da vorne raus. Sind wir jetzt in unserer Insulaner-Ehre gekränkt? Nein, wir sind da. Na bravo, Mädchen. Brillante Kommunikation.
Ja, wenn ich den Flug nicht verschieben kann, dann muss ich ihn stornieren. Geht das per E-Mail? Okay. Mhm, dankeschön. Du fliegst nicht? Nein, ich will mich um Christians Beerdigung kümmern. Ich glaube, er hätte sich eine Seebestattung gewünscht. Wenn du magst, dann komm zu uns rüber, okay? Okay. Danke. A bis C sind bereit. Das Intervall liegt bei 2 Sekunden. Starten Sie den Countdown bei T plus 3. 3, 2, 1, 0. Vergrößern Sie das. Wir liegen viel zu dicht dran. Haben Sie wieder was zum Nageln, Kordner? Das Hydratfeld ist viel größer, als wir vermutet haben. Wir liegen mit unseren unteren Sprengladungen viel zu dicht dran. Machen Sie sich mal locker. Läuft alles wunderbar. Erhebliche Sedimentverschiebungen. Was ist, wenn das eine thermokausale Induktion hervorgerufen hat? Wir sollten sofort Dr. Wieland. Verdammt nochmal, Schluss jetzt! Wir tauchen morgen. Schauen Sie uns an. Feierabend. Ich schmeiß eine Runde. Sonst juckt das heute Abend. Sie wissen ja wohl, dass das verboten ist. Im Hotel meinten Sie joggen hier. Und? Wollten Sie mir noch mal Tschüss sagen? Schauen Sie sich das mal an. Das ist ein Projektreport von AlphaGas. Haben Sie den von... Von Christian Wieland. Ich habe es erst nach seinem Tod erhalten, per E-Mail. Die Absendung war terminiert.
Er hat die Mail schon vor 2 Tagen geschrieben. Da war er noch auf der Boeing. Sieht aus wie eine ökologische Risikoanalyse. Was für ein Risiko? Risiken bei der Förderung von Methanhydrat. Methanhydrat, was ist das? Methan, das unter hohem Druck zu Eis komprimiert. Und das ist so riskant? Methanhydrat ist extrem instabil. Deshalb gibt es noch kein funktionierendes Förderverfahren. Und diese Alphagas-Leute entwickeln eins? Offiziell nicht. Zumindest hat Alphagas keine behördliche Projektfreigabe. Zum Haus meiner Schwester. Warten Sie! Aus! Durch! Franka! Franka! Alles in Ordnung? Es kam direkt vom Strand. Es war ein Riesen. Riesenbrecher gewesen sein. Ich will wissen, wie es da unten jetzt aussieht. Helge ist am Strand. Atemstillstand, die Sättigung runter auf 80.
egal, Sie können ihn nicht machen. Und damit ein Seebeben die Welle auslöste. Auch wenn in der Nordsee bisher keine Plattenverschiebungen beobachtet wurden, wissen internationale Wissenschaftler nicht aus, dass es erstmalig zu einer unterseeischen Grundverschiebung kam. Nach Augenzeugenberichten traf in den frühen Morgenstunden eine ca. 10 bis 15 Meter hohe Welle ohne Vorankündigung die Weststrände von Sylt. Das Ausmaß der Zerstörungen ist noch nicht absehbar. Sicher ist derzeit nur, dass es neben zahlreichen Schwerverletzten auch... Wissen diese schwachsinnigen Fernsehexperten. Ein Seebeben schaltet 100% aus. Wieso? Eine tektonische Aktivität dieser Größe kündigt sich durch ein spezifisches Schwingungsprofil an. Ich habe das Seismogramm der letzten 9 Stunden Minute für Minute analysiert. Da ist nichts. Ohne jedes Anzeichen für ein Vorbeben kommt nur ein Einzelimpuls in Frage. Eine Explosion. Eher eine Implosion des Seegrundes, aber über eine ziemlich große Fläche. Auf jeden Fall muss es einen punktuellen Entstehungsort geben. Kannst du ihn lokalisieren? Ich bräuchte als erstes die exakte Richtung des Wellenlaufes. Dann könnte ich auf den Satellitenbildern ganz gezielt nach Auftriebsspuren suchen. Der Profilvergleich zeigt ganz deutlich, dass sich der Grund an einigen Stellen bis zu 12 Meter abgesenkt hat. Mein Gott. Herr Wieland hatte recht. Blödsinn. Wir hatten einen stinknormalen Blowout. Die Welle hat damit nichts zu tun. Ein Blowout? Auf einer Fläche von 6 Quadratkilometern? Das sind ja fast 4% des Hydratfeldes. Was, wenn die restlichen 96% implodiert wären? Die Welle, die dabei entstanden wäre, hätte Sylt mit Sicherheit restlos zerstört. Wir müssen sofort die übrigen Sprengsätze sichern und bergen. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Mein Gott, dafür gehen wir ins Gefängnis! Mensch! Reißen Sie sich zusammen. Ich werde jetzt sofort die Konzern... Sie tun ja gar nichts mehr, Ordner. Wie genau brauchen Sie die Richtungsangabe? Ich finde, wir könnten uns langsam mal duzen. Schließlich hast du mir das Leben gerettet. Danke nochmal. Also, wie genau soll ich die Richtung bestimmen? Möglichst auf den Grad genau. Alles, was ich von hier noch erkennen kann, ist, dass die Welle von der offenen See kam. Gut beobachtet. Was macht man da nicht so als studierte Hydrologin? Wir untersuchen die Gesetze der Wasserdynamik. Wellen, Strömung, Druck. Und? Verhält sich das Wasser auch immer brav nach euren Gesetzen? Ja. Wasser verhält sich zumindest immer logisch. Genau hier stand die Hütte von Helge. Jetzt liegt sie da drüben. Also. 308 Grad. Na, dann lasst uns mal schauen. Auftriebsspuren. Ziemlich großflächig. Da hat's mächtig gesprudelt. Was sagt ihr Randpunkt 4? Alphagas. Exakt. Svenja, du weißt doch irgendwas. Nichts Genaues. Noch nicht. Um den Meeresboden per Echolot zu vermessen, zündet man kleine Sprengsätze. Und das ist so gefährlich? Normalerweise nicht. Aber nach Ansicht deines Freundes könnten diese Sprengimpulse Methanhydrat entzünden. Ja, dann ist wahrscheinlich genau das passiert, wovor Christian die ganze Zeit gewarnt hat. Warum interessiert sich eigentlich ein Ölkonzern für Methanhydrat? Weil es spätestens in 40 Jahren der einzige fossile Energielieferant sein wird. Das heißt, ohne Methanhydrat hätte Alphagas keine Zukunft.
Jeder Konzern braucht früher oder später Zugriff auf die besten Hydratfelder. Dann war Christian für Alphagas ein echtes Problem. Mit solchen Risikoanalysen muss ein Konzern immer rechnen. Dafür begehen die keine Morde. Und solange die Hydratförderung noch nicht begonnen hat, stellt so eine Risikoanalyse sowieso keine akute Gefahr dar. Was ist, wenn Alphagas bereits nach Methanhydrat sucht? Warum schaut ihr denen nicht genauer auf die Finger? Weil es sich dabei nur um Vermutungen handelt. Und ohne Beweise können wir gegen Alphagas nichts ausrichten. Den Beweis finden wir nur bei Alphagas. Auf dieser Bohrinsel. Helikopter! Sind Sie jetzt von allen guten Geistern verlassen? Eine Überfluggenehmigung über internationale Gewässer beschäftigt 3 Referate. Antrag abgelehnt, Frau Schweiger. Bitte, Herr Dr. Wertenbach, wir müssen herausfinden, ob Alphagas auf Rantum 4 nach Methanhydrat sucht. Wenn wir vor Ort tatsächlich Hydratspuren sichern könnten, Schluss dann... jetzt, Frau Schweiger. Für eine Hydratförderung gibt es nicht die geringsten Verdachtsmomente. Ich erwarte in 2 Tagen Ihren Abschlussbericht. Und? Was sagen die Vorschriften? Und sprich ihn nicht auf seine Lizenz an. Am besten du sagst gar nichts. Er kann Frauen für dich nicht ausstellen. Was heißt Frau nur mich? Moin, Holger. Von der hast du auch nichts erzählt. Das ist doch kein Problem, oder? Frauen, mein Freund, sind immer ein Problem. Na gut, 2 Passagiere, 2x Preis. Über wen die kotzt? Die Luftüberwachung nicht. Weil das heißt, wir unterfliegen das Radar? Das ist illegal. Lady, ich kann auch umdrehen und ihr schwimmt. Was ist das? Ein Massenspektroskop. Damit lassen sich kleinste Mengen von Methanhydrat nachweisen. Ach, und die lassen dich einfach so deine Proben analysieren? Müssen sie. Wir sind per Gesetz zur Kontrollinspektion berechtigt. Ach, hoffentlich kennen die deine Spielregeln. Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Kramlik. Um die Welle geht. Sie sind das Problem. Alphagas wird jede Verantwortung für ihr Verhalten zurückweisen. Mein Verhalten? Unsere Juristen gehen davon aus, dass Dr. Wieland sie anscheinend rechtzeitig auf die Gefahren hingewiesen hat. Was soll der Mist? Sie kennen doch sein Gutachten. Sie wollten, dass sie ihn loswerde. Ich wollte lediglich, dass sie einem Verdacht auf Industriespionage nachgehen. Mehr nicht. Lanz, da hängen Sie genauso mit drin. Dafür werde ich sorgen. Ich bin mir sicher, man wird Ihre Aussagen für die Schutzbehauptung eines Industriespions halten. Ihre amerikanischen Freunde haben uns das heute zukommen lassen. Alphagas wird Sie unverzüglich den Behörden überweisen. Wir stellen gerade das Ablöseteam zusammen. Glaubt ihr Pfeifen im Ernst? Ich lasse mich so einfach absolvieren, nachdem ich für euch die Drecksarbeit erledigt habe? Bitte. Ich werde Ihnen jetzt ein Konto nennen.
auf das sie in spätestens 2 Stunden 10 Millionen Euro anweisen. Andernfalls sprenge ich alle positionierten Sprengladungen gleichzeitig. Und das gibt eine richtige Welle. Das würden Sie niemals. Wollen Sie das Risiko einer solchen Katastrophe eingehen? 2 Stunden. Und lasst eure Leute zu Hause. Wir pusten alles vom Himmel, was der Insel zu nahe kommt. Kleine Planänderung. Sind alle da? Sehr schön. So, Leute, ihr wart spitze. Deshalb könnt ihr euch ein bisschen ausruhen. Jeder, der versucht, die Tür aufzubrechen, hat eine Ladung verpasst. Also, spielt nicht die Helden. Landung 4, hier ist Charlie 308, bitte um Landeerlaubnis. Landung 4, können Sie mich hören? Gehen Sie runter, ich übernehme die Verantwortung. Da verliere ich meine Lizenz. Ich autorisiere Sie dazu. Nix da. Außerdem haben Sie doch gar keine Lizenz. Jan, sag dieser dämlichen Kuh. Holger, sie hat das nicht so gemeint. Du kannst ruhig landen. Sie kann dich wirklich dazu autorisieren. Ich kann sogar Ihren Helikopter konfiszieren, wenn ich Lust dazu hätte. Jan, sag dieser dämlichen Ziel. Holger, ich muss da runter. Es geht hier um Christian. Sie soll bitte sagen. Was? Sind wir jetzt hier im Kindergarten? Sag ihr, sie soll bitte sagen. Svenja, sag bitte. Bitte, Herrgott, noch mal. Also, es geht noch. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Ein Massenspektroskop. Ganz was Feines. Wonach wollten Sie denn damit suchen, Frau Schweiger? Wir haben den Verdacht, dass Sie hier im Auftrag von AlphaGas illegal nach Methanhydrat suchen. Sie haben durch Ihre verdammten Sprengungen die Welle verursacht. Ich arbeite nicht mehr für AlphaGas. Die Behörden wissen bereits Bescheid. Wir sind nur die Vorhut des Spieles, also aus. Nein, nein. Ein Spiel ist aus, wenn es aus ist.
Nicht, wenn sich bloß die Regeln ändern. Du verdammtes Schwein, hast Christian Wieland umgebracht. Damit kommst du nicht durch. Umgebracht? Ist der kleine Ökoaktivist nicht unglücklich gestolpert? Übermut tut selten gut. Diese Lektion wirst du jetzt lernen. Wer sind Sie? Max Kochler, leitender Ingenieur. Man hat mich in meiner Kabine eingesperrt, aber ich konnte abhauen. Was ist passiert? Wir haben mit unseren verdammten Sprengungen das Hydratfeld entzündet. Aber zum Glück nur einen kleinen Teil. Wenn das gesamte Hydratfeld implodiert wäre, dann wäre die Flutwelle gigantisch gewesen. Solange das Hydratfeld mit Sprengsätzen gespickt ist, solange ist das Sägebett hier ein Pulverfass. Okay. Wir brauchen eine Funkverbindung zum Festland. Die gesamte Kommunikation läuft über die Kommandobrücke. Ja, also los! Die Zündfreigabe erfolgt jetzt ausschließlich hiermit, über Satellit. Egal wo wir sind, ein Knopfdruck und
Aloha, die Bälle. Ich habe hierbei kein gutes Gefühl. Ich meine, die sind bewaffnet. Und? Sind wir doch auch. Die Behörden sind bestimmt schon von Alpha Gas alarmiert worden. Für solche Situationen gibt es ganz klare Einsatzpläne. Eben. Deshalb müssen wir die davor warnen, irgendetwas Unüberlegtes zu tun. Tausch. Kannst du damit umgehen? Mein Opa hat ein Luftgewehr. Sind doch alle gleich, die Dinger. Eine Kontostandsabfrage für 147224NX3. Danke. Sind Sie sicher? Wie aktuell ist dieser Stand? Danke. Warum nehmen die Leute einen erst ernst, wenn man ihnen wehtut? Glanz. Hier ist Ihr persönliches Problem. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie erblaffen sich von uns auf diese billige Weise zig Millionen? Sobald Sie landen, werden Sie von den Behörden verhaftet. Die Behörden werden gleich ganz andere Sorgen haben. Und Sie auch. Aloha. Aloha? Aloha.
Ich vermute, dass bei einem so gigantischen Einzelimpuls eine ziemlich gleichlaufende Wellenserie entsteht. Wahrscheinlich 5 bis 6 Wellen mit einer Höhe von 4 Metern. Gott sei Dank, keine Riesenwelle. Darauf will ich nicht wetten. Ich befürchte, wir könnten es mit einem Gaußschen Überlagerungseffekt zu tun bekommen. Mit was? Die geringe Tiefe der Nordsee könnte dazu führen, dass sich die Wellenserie zu einer einzigen Hauptwelle aufstaucht. Doch Vorsicht! Der Computer rechnet noch. Moment. Halleluja. Was ist? Die Insel liegt unmittelbar hinter dem Peak. Also da, wo die Einzelwellen synchron zusammenlaufen und die Hauptwelle entsteht. Wie hoch? Wenn das gesamte Hydratfeld implodiert ist und wir von konstanten Strömungsverhältnissen ausgehen. Wie hoch? Wir müssen mit einer Welle von 20 bis 25 Metern rechnen. Von der letzten Welle ausgehen, blieben etwa 2 Stunden für eine Evakuierung. Evakuieren? Holger, gib Gas! Wir müssen zu Franka! Hören Sie, Svenja. Die Experten haben zwar eine seismische Aktivität bestätigt, aber an eine Riesenwelle diesen Ausmaßes glaubt hier niemand. Verdammt, Herr Wertenbach, wenn Sie mich dieses Mal nicht ernst nehmen, dann werden... Aber ich habe mein Bestes gegeben. Der Innenminister wird Sylt in 30 Minuten offiziell zum Notstandsgebiet erklären. Das Lagezentrum für Zivilschutz richtet bereits im Hydrologischen Institut ein Krisenzentrum ein. Svenja, ich hoffe, Ihnen ist klar, was Sie hier ins Rollen bringen. Circa 2 Stunden. Eine halbe Stunde Abstand zur Welle? Jan, das ist Wahnsinn. Bis dahin sind wahrscheinlich eh alle evakuiert. Wahrscheinlich lassen die über meinem Rücken nicht ein. Ihr könnt mich absetzen und alleine weiterfliegen. Heilige Mann. Das sind aber nur 3 Wellen, nicht 6. Wolfgang hat recht. Sie stauben sich auf. Und Max. Breiter Kamm, gleichmäßiger Lauf wie mit dem linearen Zug. Die reinsten Akashis. Sie sehen gar nicht so gefährlich aus. Dann warte mal, bis die auf Grund laufen. Das sind Monster. Holger, ich brauche eine Verbindung zu Frankas Handy. Wie funktioniert das hier? Finger weg! Mir holt mir keiner was an! Bella hat's nicht geschafft. Aber Schwester Rabiata mit ihren Thrombosespritzen bringt mich in die Kiste, sag ich dir. Hast du uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. So ein bisschen Wasser macht einen alten Seemann wie mich nicht mehr. Anklopfen ist wohl nicht mehr, oder was? Kern Sie an, es kommt noch eine Welle. Der Staatskanzlei wurde vor 20 Minuten mit der vollständigen Evakuierung von Sylt begonnen. Nach Darstellung des Innenministers habe man keine Sekunde gezögert, Sylt zum Notstandsgebiet zu erklären. Am besten, du holst sofort Visa und setzt dich in den Zug nach Nibel. Und du? Um mich macht immer keinen Kopf. Schwester Rabiata sorgt schon für mich. Golf 22:06 und das Firmenzeichen von Alpha Gas. Er fliegt derzeit unter Radarerfassung, vermutlich mit Kurs ab Hamburg. Die Personen an Bord sind bewaffnet und gefährlich. Wir steigen um auf Sylt. Mit dem Helikopter haben wir keine Chance. Alles klar?
beschissene Querschläger. Suche es doch mal auf Fahrgast Handy. Das habe ich doch gerade. Das Netz ist überlastet. Wenn der Transporter kommt und Franka noch nicht da ist, dann fährst du mit der Kleinen vor und ich warte hier. Oh nein, Ostfenske. Wir verlassen die Insel entweder gemeinsam oder gar nicht. Es gibt keinen Grund für dich, hier den Helden zu spielen. Ja, war ja nur so eine Idee. Ja, ziemlich blöde. Über eine geordnete Evakuierung zu behalten. Die stellenweise auftretenden Panikreaktionen sind auch Folge der massiven Evakuierungsprobleme. Sylt ist seit 1927 lediglich über eine zweigleisige Bahntrasse mit dem Festland verbunden. Ein schnelles Pendeln der beiden Züge scheitert bereits an der Mindestfahrzeit von 40 Minuten. Das bedeutet, dass bis zur Ankunft der Welle nur noch eine einzige Zugfahrt über den Hindenburgdamm erfolgen kann. Eine vollständige Evakuierung von Sylt wird damit unwahrscheinlich. Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Welleneinschlages noch auf Sylt befinden werden, ist noch völlig unklar. Holger, versuch nochmal Franka zu erreichen. Verdammt nochmal, was meinst du, was ich hier tue? Die verfluchten Leitungen glühen! Hier geht ja gar nichts! Hey, Sie sind bestimmt schon auf dem Festland. Ist das die Tankanzeige? Keine Panik, nur für den rechten Tank. Die andere ist genauso weit runter. Bis Sylt reicht es noch. Bis Sylt? Und dann? Geht doch nichts über ein schönes Plätzchen an der Sonne. Sobald die Busse zurück sind, werden sie auch abgeholt. Deshalb bringen sie uns ja auch hier oben aufs Dach, damit wir möglichst schnell unten bei den Bussen sind. Wissen Sie, Schwester, das ist wie im Krieg. Die Mobilen und Jungen zuerst, die Lahmen und Alten zuletzt. Oder gar nicht. Unser Problem könnte noch etwas größer werden, als ich dachte. Was heißt noch größer? Die Welle wird noch höher. Wolfgang, 25 Meter ist eine ziemlich hohe Welle. Hör zu. Vor Sylt liegt eine Sandbank, der wiederum ein Graben vorgelagert ist. Die Doggerbank? Exakt, die Doggerbank. Sie erhöht den Seegrund ziemlich steil um 30 Meter. Die ideale Sprungschanze für eine Welle. Ich schätze, das wird unsere 25 Meter Welle noch mal um etwa 20, 25 Meter. 50 Meter? Ja. Auf Sylt kommt eine 50 Meter Welle zu. Es ist Hauptsaison, da sind mindestens 150.000 Menschen auf der Insel. Ohne totale Evakuierung hat da keiner eine Chance. Thank you.
gerade irgendwelche Schutzmaßnahmen. Keine Chance. Jeder Kubikmeter Wasser hat eine Tonne Durchschlagskraft. Was passiert, wenn die Welle auf Sylt trifft? Tsunamis gehören zu den Tiefenwasserwellen. Sie brechen erst sehr spät, manchmal erst weit im Landesinneren. Sylt liegt an der höchsten Stelle nur 11 Meter über dem Meeresspiegel. Dann wird die Welle wahrscheinlich gar nicht brechen. Diese verdammte Welle walzt einfach über Sylt drüber? Hätte man in einem Keller eine Chance zu überleben? Man entgeht vielleicht der Aufschlagsenergie, aber nicht dem Tiefendruck. Bei einer Welle von 30 Metern entsteht sofort ein Wasserdruck von 3 bis 4 Bar. Das hält keine Lunge aus. Holger, wann sind wir da? 35 Minuten. Und die Welle? 50 Minuten. Höchstens 60. 50 Minuten? Das reicht nicht für eine Evakuierung. Du hast aber Schwein gehabt, Franka. Wir hätten nicht auf dich gewartet. Wer ist das denn? Gott sei Dank, Franka. Lisa ist verschwunden. Ja, ich hab Balsa besucht, nicht? Das kann doch nicht sein. Ja, sie ist vor einer halben Stunde dem Hund hinterher in den Dünen. Wir müssen sie suchen. Franka, in 20 Minuten fährt der letzte Zug aufs Festland. Ich hab hier eine Verantwortung. Okay, Gertrud. Ihr steigt jetzt ein. Ich finde Lisa irgendwie und komm danach. So ein Quatsch! In 50 Minuten ist die Welle da. Franka, ihr müsst jetzt einsteigen. Ich gehe doch nicht ohne mein Kind! Genau, nicht ohne Lisa. Wir suchen mit. Dann geht's dreimal so schnell. Stimmt's, Gertrud? Genau. Komm! Über Sylt sind derzeit nur Evakuierungsflüge erlaubt. Wir können bei der Beurteilung der Situation deshalb nicht auf Bildmaterial zurückgreifen. Aber uns erreichen in diesem Moment die ersten Satellitenbilder von Meteosat. Und aus dem Krisenzentrum ist Dr. Wolfgang Olpen vom Hydrologischen Institut zugeschaltet. Herr Olpen, was zeigen uns denn die Bilder? Die Aufnahmen sind vor 12 Minuten entstanden. In der Vergrößerung ist die Welle bereits deutlich als einheitliche Struktur zu erkennen und befindet sich nun etwa 70 Seemeilen vor Sylt. Wir schätzen ihre jetzige Höhe auf etwa 25 Meter. Aber wir befürchten, dass sich die Höhe verdoppelt, sobald sie auf die Doggerbank aufläuft. Wann wird das geschehen? Wir fürchten in etwa 35 bis 40 Minuten. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Ich krieg keine Verbindung zu Franka! Wolfgang hat doch vorhin gesagt, dass sich die Hauptwelle aus einzelnen Teilwellen aufstaucht. Ja, zu einem sogenannten Peak. Und das geschieht unmittelbar vor Sylt. Nach diesem Peak laufen die Wellen wieder auseinander. Wenn Sie genug Platz dazu haben? Dann müsste man also nur diesen verdammten Peak verschieben, die Welle vorher aus dem Takt bringen, vor Sylt. Svenja, ich habe riesige Brandungswellen gesehen, die durch einen einzigen Surfer zum Kollabieren gebracht wurden, weil er sie zu früh geschnitten hat. Wellen sind höchst sensible Systeme. Es braucht nicht viel, ihre Stabilität zu beeinflussen. Wir haben es hier nicht mit einer normalen Welle zu tun. Eine Tsunami ist auch nur eine beschissene Welle. Man kann sie beeinflussen, man kann sie aus dem Takt bringen. Verdammt, wir müssen es wenigstens versuchen. Der Mann hat Fantasie. Wenn man nur ein bisschen was von Wellen weiß, ist die Idee sogar ziemlich naheliegend. Erklären Sie es bitte nochmal. Moment, das ist der Helikopter. Alle Leute, ich hab's mal durchgerechnet. Wenn wir einen Auftrieb von mindestens 80 Kilonewton erzeugen, käme unsere Welle ganz schön ins Straucheln. Klingt nach einer Menge Pulver. Wenn wir T2-Minen verwenden, machen wir die Druckwerte keine Sorgen, aber Minen erzeugen eine zu breite Streuung. Ich wüsste nicht, wie wir die Detonationsenergie in Auftrieb umwandeln können. Das ist das Problem. Ohne eine Ausrichtung der Detonation bekommen wir nicht genug Auftrieb. Selbst die T2-Minen wären dann nur wie ein Furz im Hallenbad. Was ist mit dem Graben vor der Doggerbank? Der Graben fällt auf beiden Seiten steil ab. Jedes Jahr bleiben da die Fischer mit ihren Reusen hängen. Wir nutzen den Graben als Kanonenrohr. Ja, der Sand wird vielleicht nachgeben. Aber der Streuwinkel beschränkt sich auf maximal 70 Grad. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Minen müssen rechtzeitig in Position gebracht werden. Die Grömitz könnte in ungefähr 20 Minuten an der Doggerbank sein. Ja, meine Herren. Wir haben keine Chance. Also nutzen wir sie. Lisa! Lisa!
keine Spur. Tja, der letzte Zug ist weg. Vielleicht hat sie jemand zur Ostseite mitgenommen. Ich sag's nicht gern, aber wir sollten langsam... Lisa! Lisa! Hey, Franka, hast du schon mal was von Verletzung der Aufsichtspflicht gehört? Ich denke, er ist bis zum Zeltlager gelaufen. Er hatte solche Angst vor den Hubschraubern. Oh. Hey! Hallo? Hallo? Gott sei Dank, Franka! Wo seid ihr? Wir wollen zur Ostseite der Insel. Nein, Franka, hör zu. Ihr habt auf der Ostseite nicht die geringste Chance. Der Zugverkehr ist eingestellt. Franka, ihr müsst nach Hörnum, zu Helges Kutter. Aufs Meer? Hast du einen Knall? Franka, die Welle wird Sylt überrollen. Fahr der Welle entgegen. Franka, hör mir genau zu. Wenn ihr schnell genug rausfahrt, erreicht ihr die Welle, bevor sie zu steil wird. Bei 45 bis 50 Grad kann der Kutter es schaffen, wenn ihr sie frontal legt. Fahr der Welle entgegen. Fahrt bis hinter die Doggerbank. Das ist eure einzige Chance. Der letzte Zug ist schon unterwegs nach Nibel. Wir brauchen was anderes, um als Festplatz zu kommen. Hallo, Spock. Den Kutter schaffen wir es noch bis zum Festland. Ich glaube, meine Reise ist hier zu Ende. Viel Glück. Geh nicht zu nah ins Wasser. Nach Kaitum oder Morsum. Ich will nicht aufs Meer, das ist Selbstmord. Ich zeig euch alle an, wegen Feuerberaubung. Verdammt, hau die Gänge nicht so. Gertrud, los! Los! Was ist, wenn Jan sich irrt? Gertrud, wenn mein Bruder von irgendwas eine Ahnung hat, dann von diesen verdammten Wellen. Lisa! Zeig ihnen, wo die Schwimmwesten sind! Thank you.
Strominen und berechnen gerade den idealen Zündzeitpunkt. Wir haben das Wellenprofil mit einer GPS-Markierung versehen. Wenn die Welle den Graben passiert, springen wir automatisch durch Koordinatenabgleich. Hier. Mit GPS haben wir eine Abweichung von 5 bis 10 Metern. Das geht nicht. Wenn wir 10 Meter zu früh zünden, geht der Auftrieb ins Leere. Zünden wir zu spät, ist die Welle weg. Wir stören die Stabilität der Welle nur, wenn wir sie an ihrem schwächsten Punkt treffen. Und wo bitte soll dieser Punkt sein? Als Surfer sucht man immer den stärksten Punkt. Man braucht die Linie, wo die Oberflächenfließgeschwindigkeit am höchsten ist. Hier. Der schwächste Punkt ist da, wo die Fließgeschwindigkeit am niedrigsten ist. Hier. Und genau hier müssen wir den Auftrieb platzieren. An der Basis der Welle, vor dem Wellenkamm. Wie in Gottes Namen wollen Sie diesen Punkt herausfinden? Wie beim Surfen. Anhand der Oberflächenstruktur und der Farbe. Per Augenmaß. Das funktioniert nicht. Passen Sie auf, setzen Sie Markierungsbojen über den Minen. Dann sehen wir, wo sie detonieren. Das wäre auch nicht ungenauer als der Computer. Das war die höchste Welle, die Sie gesurft sind. 29 Fuß. Knappe 2 Minuten, Belhara-Reif. Also gut. Wir zünden manuell. Sie gehen mit dem Hubschrauber den Graben und geben über Funk das Kommando zur Zündung. Danke.
das hier auch? Bleibt unten und haltet euch so fest, ihr könnt! Tatsächlich die berechnete Wirkung. Die Welle brandet jetzt nur noch in einer Höhe von 4 bis 6 Metern und stellt damit keine größere Gefahr mehr dar. Herr Dr. Blanz, hier sind zwei Herren von der Staatsanwaltschaft. Schicken Sie mir bitte die Anwälte. Thank you.
glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ach übrigens, das ist Schwester Agathe. Die kümmert sich um mich. Sicher wieder zurück nach Brüssel, oder? Ja, schon morgen. Aber nur, um meinen Report abzugeben. Danach habe ich mir erstmal Urlaub verdient. Also, ich kenne da eine preiswerte Pension. Die ist vielleicht ein bisschen renovierungsbedürftig, aber direkt in den Dünen. Klingt irgendwie gefährlich. Herrlich hier bei euch.